Hallo, hier ist Max. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich war jetzt ein paar Tage weg, weil ich ein bisschen krank war, aber ich bin wieder da. Und wir gucken heute wieder Shorts. Habe ich voll vermisst, weil ich durfte nicht so viel an Handy, weil ich immer schlafen musste. Lass Like und Abo da und los geht's. 14. Was darf man mit 14? Du darfst mit 14 Jahren mit über 14-Jährigen Liebe machen. Du darfst nun Bier zusammen mit deinen Eltern trinken, musst du aber auch nicht. Ein Arzt kann dir nach seinem Ermessen ohne Beisein deiner Eltern die Pille verschreiben. Du darfst ins Kino gehen bis 22 Uhr. Du bist nun aber leider auch strafmündig und kannst für eine Straftat belangt werden. Du darfst dich in der Fahrschule mit 14,5 für einen AM-Führerschein anmelden. Und mit 14 bist du voll religionsmündig, kannst also deine Religion selbst wählen. Dein Taschengeld sollte laut einer Empfehlung 26 bis 31 Euro betragen. Und zu guter Letzt darfst du dir mit 14 im Beisein und mit Einwilligung deiner Eltern auch ein Piercing stechen lassen. Tja, das ist schon ein geiles Alter. Alter, ich bin aber gar nicht 14. SpongeBob in Real Life machen. SpongeBob! Ich denke mal, alle von euch sollten SpongeBob kennen als Cartoonfigur, aber ich will gar nicht wissen, wie verrückt er aussehen muss in Real Life. Es gibt ja manchmal bei SpongeBob so ein paar Clips, wo er in echt quasi ein bisschen zu sehen ist, aber war's okay, das sieht jetzt schon richtig cool aus. Ich bin sehr, sehr gespannt, Leute. Ihr wollt auf jeden Fall das Ergebnis nicht verpassen. Es wird sich auf jeden Fall wirklich lohnen, dran zu bleiben. Sogar jetzt hier die Beine und die Socken. Ein Schwamm! Und das ist richtig gut, die Schuhe. Stimmt, SpongeBob trägt ja gar keine Sneaker oder so, da trägt ihr einfach Anzugsschuhe und so, ne? Ey, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da schon mal. Okay, ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Jetzt haben wir noch diese Streifen, die er auch immer hat. Ah, das ist der Gürtel. Stimmt, das war der Gürtel. Die Augen noch dazu. Oh mein Gott. Er kriegt echte Augen. Ich will gar, das wird ganz, ganz verrückt aussehen, Alter. Das wird ganz, ganz verrückt aussehen. Ich sag euch jetzt schon mal so, wie es ist. Lasst gleich ein Abo da, wenn ihr gleich das Ergebnis seht. Und jetzt noch die Zähne. Ein paar Löcher reinmachen. Die Augenbraue, das ist SpongeBob in echt, wa? Alter, SpongeBob! Ich guck gerne SpongeBob. Trotz meines Kreuzbandrisses bin ich vom ersten Stock gesprungen. Ihr kennt mit Sicherheit alle diese Treppe bei den Real-Life-Guys. Und auch obwohl fast jeder davor Angst hatte, sind am Ende fast alle gesprungen. Sogar kleine Kinder. Simon Will hat auch durchgezogen. Und selbst Alex hat seine Höhenangst überwunden. Aber bei Wenn ich du wäre, habe ich dann ein bisschen übertrieben. Weil Jonas Moll den Harten markiert hat, habe ich ihn dann gechallenged, vom dritten Stock zu springen. Das ist wirklich krass. Und ich glaube, er hat sich komplett in die Hose geschissen. Wenn ihr den Vollsprung sehen wollt, dann checkt das neue YouTube-Video. Link im Alter. Leute, bitte hilft mir. Ich höre euch, was ich wohl bin. Guckt hinter mir weit und breit. Nix, gar nix. Hä? Ich kann euch überall das zeigen, überall. Guck hier. Wo bist du denn? Bitte hilft mir. Wo bist du denn? Ich kann kommen. Ich hoffe, es... Mein Bruder kommt mit der AMG. Leute, bitte hilft mir. Sag doch, wo bist du? Können nur Männer diesen Sound hören? Sobald das Video geliked hast, ertönt ein Sound. Hast du es gemacht? Okay, es geht los in 3, 2, was? Eins. Könnt ihr den Sound hören? Nein. Hört genau hin. Nein. Okay, ich spiele den Sound nochmal ab, aber lauter, damit ihr es auch wirklich hört. Könnt ihr es hören? Nein. Wenn ja, lass auf jeden Fall ein Abo da. Mackiefer, ich hab nicht gehört. Warte auf das finale Produkt, mal gucken. Ey, nein, nicht den Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann. Okay, warte, ich glaube, er macht jetzt hier... Hey, das ganze Bild kaputt gemacht. Aber anscheinend sollen wir warten bis zum Ende. Es soll sich anscheinend noch krasser entwickeln. Okay, wer ist das? Wer ist das? Wird das jetzt auch ein Weihnachtsmann? Oder wer soll das jetzt sein? Okay, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Endprodukt gut aussehen wird, Leute. Weil er doch das Originalbild quasi ruiniert. Aber jetzt kommt noch was Grünes dazu. Irgendwie verstehe ich das gerade nicht wirklich. Und jetzt hier noch ein bisschen Rot. Ich verstehe auch nicht. Warum hat er eigentlich nicht Neues genommen? Warum hat er überhaupt was über ein vorhandenes Foto was gemacht? Okay, komm. Jetzt bin ich gespannt. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Komm, das finale Produkt. Es muss gut aussehen. Wenn es gut aussieht, würdest du dann auf jeden Fall ein Abo da lassen. Und es, ey, sieht richtig gut aus. Was? Alter. Das ist doch der aus dem einen Film, Leute. Sieht richtig gut aus. So, David, ich geh jetzt was zu trinken holen. Du bleibst Bayern schön. Bayern München. Kann mitgehen, okay? Okay, Papa. Und David Chico, wie Alaba. Heißt du? Mein Name ist David Alaba. Ah, bist du alleine hier? Oh ja, ich bin Madrid. Mit meinem Papa Bayern München hier. Ach so, den kenne ich. Wir haben immer zusammen gespielt. Cool. Sag mal, David, was machst du am meisten? Ich mag am meisten Geld. Oh, was ein Zufall, weil ich habe hier ein bisschen Geld und zu Hause habe ich noch viel mehr. Mein Papa sagt, ich soll mich von spanischen Vereinen fernhalten, weil die kein Geld haben und pleite sind. Ah, der ist nur neidisch auf mich, weil er nicht so viel Geld hat wie ich. Komm mit, ich zeig dir. Okay, ich liebe Geld. So, David, ich bin wieder... David?
David, wo bist du? Er ist gerade eben mit so einem braun gebrannten Spanier mitgegangen. Oh, dieser Spanier, Mann! Mach das Bus weg und geht niemals mit Fremden mit. Größter Mann Deutschlands versus Pumper. Wer von uns beiden kann in 30 Sekunden das Auto weiterschieben? Let's go! Ich sag der große Mann! Was soll ich mir irgendwas reißen? Wie erwartet ist der Anfang immer sehr schwer, aber dann, wenn einmal das Auto rollt, läuft's. Und das geht so krass auf die Pumpe. Alter, der schiebt einfach ein ganzes Auto. Das ist so krank, jedes Mal wieder. Und dann war Yannick an der Reihe. 2, 1, go. Oh. Im Gegensatz zu mir hat Yannick extrem lange Beine. Dadurch kommt er nicht ganz so schnell raus, aber am Ende ist er bestimmt viel schneller. Alter, der ist so groß wie ein ganzes Haus, der Mann. Komm auf. Es war wirklich knapp. Hier war ich und dort war Yannick. In was können wir uns noch betteln? Schreibt es in die Kommentare. Cool. Kann dieser Typ unsere Gedanken lesen? Weiß ich nicht. Es heraus. 5 plus 3 ist 8. 8. Was ist 9 plus 2? 11. 11. Leute, falls ihr auch denkt, dass das nicht schafft, unsere Gedanken zu lesen, lasst auf jeden Fall jetzt einen Doppelklick auf den Screen da. 10 minus 6? 4. 4. Super einfach. Okay, wir sollen eine Zahl nehmen zwischen 5 bis 12. Wir nehmen 5. 7. Okay, Nummer 7. Ich hab 5. Okay, die Nummer ist? Es ist 7? Wenn er auch. Ich hatte 5. Wieso hast du 7, Mackie? Schau mal, ich hab den Teppich ausgetauscht. Ja, es sieht super aus. Was war das Geräusch? Oh, das ist mein neues Zählgerät. Es macht immer so ein Ding-Geräusch, wenn jemand das Video liked. Guck, jemand hat das Video geliked. Oh, es fängt an, ganz schön schnell zu werden. Ja, ganz schön viele Leute haben jetzt angefangen, das Video hier zu liken. Vielleicht sollten wir lieber in mein Zimmer gehen. Ja, ich denke, das wäre besser. Oh Mann, endlich ist die Ruhe eingekehrt. Dein Zimmer ist ganz schön langweilig. Nein, wieso? Ich habe einen neuen Wecker bekommen. Schau. Leia, hat dein Ohr gerade gefurzt? Ja, das Geräusch kommt immer, wenn jemand abonniert. Oh, cool. Oh Mann, die ganzen Leute fangen jetzt an zu abonnieren. Bist du dir sicher, dass du heute Nacht schlafen kannst? Natürlich. Oh Mann. Alter. Kuchen oder Fake? Kannst du es rausfinden? Kuchen. Oh Junge, es geht wieder los. Keine und es ist Kuchen. Die Wand ist Kuchen. Was? Okay, Junge, direkt der erste so ein Banger. Aber egal, einen Fehler können wir uns erlauben, Freunde. Es war auch Kuchen. Ich hab doch recht gehabt. Bubble Tea, der ist echt. Das ist Kuchen. Sieht man doch. Junge! Okay, das ist Kuchen. Man sieht es ganz klar. Ja. Boah, ja. Es war klar, aber sieht geil aus. Echt. Kuchen. Ist es nicht echt? Das muss ja echt sein. Kuchen. Bro, was? Lasst ein Like da. Ihr lagt auch alle falsch, bin mir sicher. Boah, ich lass es gleich komplett. Alles Kuchen. Was ist das denn? Kuchen oder Fake? Auch die Handkuchen, alles Kuchen. Schulfrei für 20 Euro, schulfrei für 20 Euro. Schulfrei für 20 Euro? Ja, ich genau, will. Damit ihr noch was vom schönen Tag habt. Dann kannst du heute genug zocken. Bitte schön, ihr Geld. So, pack du schon mal deine Sachen ein. Herr Geber, ich hab leider nur 10 Euro. Ist das auch okay? Tut mir leid, das ist leider zu wenig. Das ist 50. Ha, oder komm, ich mach eine Ausnahme. Danke. Pack du auch schon mal deine Sachen ein. Strema, wie sieht's eigentlich mit dir aus? Oh, ich weiß nicht. Das ist ja eine Menge Geld. Ja, dann musst du leider wohl hierbleiben. Warten Sie, hier Ihre 20 Euro. So, packt jetzt eure Sachen ein. Ich gehe jetzt auch nach Hause. Bis morgen, liebe Schüler. Herr Geber ist einfach der Beste. Für 20 Euro lässt er uns einfach früher nach Hause gehen. Von mir hat er sogar nur 10 Euro genommen. Er ist einfach der Beste. Naja, ob er der Beste ist, weiß ich nicht. Ich habe wegen ihm kein Taschengeld mehr. Was macht ihr hier noch im Klassenraum, liebe Schüler? Ich hab doch eben Herr Geber mitgeteilt, dass ihr hitzefrei habt und nach Hause gehen dürft. Der hat ihn einfach veräppelt, der Lehrer. Was bekommt man für 100 Euro in der luxuriösten Stadt der Welt, Dubai? Im ältesten Starbucks der war, mein war das Frühstück Bruder. Für uns leider zu teuer. Deswegen habe ich für gerade mal 50 Cent ein Taxiboot in den Stadtteil Dera genommen, wo ich in diesem Restaurant ein Falafeldürüm für gerade mal 1,20 Euro gefunden habe. Danach ging es für gerade mal 2 Euro mit der Metro zum Dubai Frame, wo mich der Eintritt zwar 11 Euro gekostet hat, man aber dafür später auf 150 Meter Höhe über einen Glasboden laufen darf. Wer würde sich das trauen? Denn sitzen darf man leider nicht. In der Mall gab es dann für sehr teure 12,50 Euro diesen kleinen Burger. Und es gibt hier einfach einen Freizeitpark mit Indoor-Achterbahn.
fahren. Nicht in unserem Budget, aber dafür diese Yacht. Es kostet mich gerade mal 40 Euro mit verschiedenen random Leuten, diese Yacht zu mieten und sie 4 Stunden lang so zu nutzen, als wäre es die eigene. Aber wenn ihr denkt, das war crazy, dann wartet die Unterkunft ab. Aber davor haben wir noch die Licht- und Wassershow for free am Burj Khalifa angeschaut. Und im ältesten Restaurant, wo schon Cristiano Ronaldo und viele andere Persönlichkeiten gegessen haben, gab es für 5 Euro Abendbrot. Allerdings hat die Unterkunft mich dann für 8 Euro mehr als nur schockiert. Wenn ihr wissen wollt, wo wir schlafen mussten und wie es hier aussieht, dann schaut euch gerne das neue Video an. Für 8 Euro kann man doch gar nichts kaufen. Cola versus Mentos. Der Mentos. Mein Gott, jeder kennt's. Okay, eine Flasche und ein Mentos. Noch nicht so krass. Ein Mentos in so eine Flasche. Ja. Oh mein Gott. Noch eine größere Flasche. Bro, was hat der denn für Flaschen, Junge? Alter! Oha. Ey, wenn ihr wollt, dass ein Riesen-Cola. Mach ein. Okay, die blubbert schon lange, sag ich ehrlich. Mann! Ankali heißt der. Oha, Junge. Okay, die nächste wird safe richtig krass. Okay, hau rein. Hau rein, hau rein, hau rein. Ja, mach doch, Junge, es wird hochgehen. Und. Mach doch mal rein da! Warum macht der den mit mir? Schreibt in die Kommentare, habt ihr sowas schon mal selber ausprobiert, Freunde? Der will's trinken. Jo! Hä? Der ist ja voll doof. Wie reagiert Canelo, wenn ich in den Pool falle und nach Hilfe schrei? Canelo, wirst du mir helfen? Wow, wow. Wirst du mir helfen? Ich hoffe es. Wow, okay, rein. In den Pool. Rein. Der geht niemals rein. Wieso gehst du nicht rein, mein Schatz? Aber hilf mir jetzt, okay, mein Schatz? Freunde, ich bin jetzt echt gespannt, was Canelo macht, ob er mir helfen wird oder nicht. Ich bin aufgeregt ein bisschen. Ich weiß nicht, ich ja glaub schon. Oh, Hilfe! Hilfe! Hilfe, Canelo! Hilfe, Hilfe! 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 Hilfe, Canelo, Hilfe! 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 Ja, retten! Hilfe! Du musst helfen! Wow, wow! Nein. Er hat Angst, Freunde. Er traut sich nicht rein. Aber er will. Ja, Papa. Er muss seinen Papa rausholen. Aber er hat es leider nicht geschafft. Das Video endet, wenn ich was sage. Mal schauen, ob wir das schaffen. Und wir sind jetzt in der Map. Es ist, was es ist? Es hängt gerade. Schade, ich dachte schon, Bombardment wäre cool gewesen. Aber als erste Runde haben wir der heute spielt Stammel. Das Einzige, was wir heute nicht sagen dürfen, wisst ihr ja. Ich muss einfach, manchmal sagt man dieses Wort und man checkt gar nicht, dass man es gesagt hat, weil... Da hinten im Hintergrund ist einer auf dem Bett. Ja, wir sind ganz vorne mit. Und ich glaube, wir sind sogar als Erste im Ziel. So, Freunde, jetzt wird die Halbfinal-Map gespinnt. Oh, es ist Rush Hour. Okay, ist interessant. Da ist einer auf dem Bett, seht ihr den? Mittlerweile auch eine normale Map geworden. Da ist einer auf dem Bett. Seltener wie so manche andere. Hallo! Jetzt müssen wir einfach hier schauen, dass wir hier jetzt nicht sterben. Merkt er das gar nicht? Öfters passiert, dass ich hier Was? Das Video endet, wenn ich was sage. Alter. Mach mal 24 Stunden in der Wüste ohne Wasser? Seid ihr jetzt eigentlich Alter. Komplett verrückt? Also ich fliege tatsächlich morgen mit den Jungs, die Seven vs. Wild organisiert haben, in die Wüste. Und der Plan war eigentlich, 12 Tage lang bei 50 Grad die Wüste bzw. Sahara zu durchqueren. Ich habe auch schon alles gekauft und organisiert. Ein Feuerstein, Notessen, ein Schlafsack und sogar eine Überraschung für das Team. Denn eine von Seven vs. Wild ist auch dabei. Ich habe mich nur leider an meinem Fuß verletzt. Deswegen werde ich tatsächlich 24 Stunden in der Sahara verbringen. Aber im Ernst, ohne Wasser? Alter, das ist aber gefährlich. Leute, wir sind behindert. Als ob die das annehmen. Weiß ich nicht. So eine richtig ekelhafte Stinkbombe, Alter. Foodspray Prank. Hi, ist irgendwas aus? Ist irgendwas ausverkauft gerade? Okay, dann ist gut. Ich hätte gerne einen Cheeseburger. Hör auf damit, bitte. Bitte! Felix, bitte. Okay, Fried. Bald! Es ist im Gesicht. Ja. Das ist ja richtig. Hallo. Ey, was stinkst du so? Du stinkst. Junge, du stinkst. Nee, ja, doch, ich brauch die. Ja. Brauchst du? Ja, ich brauch die. Wofür brauchst du die? Ich brauch die. Ich brauch die noch, ja. Was willst du nur mit der Tüte? Was ich vorher auch mitgemacht habe. Du stinkst voll. Ich stink voll. Das stinkt doch. Was denn? Das 2,50 Euro. Ja, die Tüte. Würden wir dann gerne haben. Danke. Der Rest ist auch von mir als Trinker, den Rest kannst du haben. Tschüss. Bitte. Kein Thema, alles klar, ciao. Ja, Junge, meine Hände stinken schon noch scheiße. Hat die gerochen? Ja, hat die auch. Die war voll freundlich. Nicht jeder kann sich gutes Parfüm leisten. Leute, wie sind... Alles voll mit Kacke. Ich kaufe heute das teuerste Produkt beim Teddy.
Und ich hoffe, die 5 Euro werden reichen. Okay, also krass, hier kostet schon mal alles 1 Euro. Haben wirklich sehr günstig angefangen mit Zuckerwatte für 1 Euro. Habe ich diese Sparbox gefunden, die ich wahrscheinlich nach diesem Video brauchen werde. Für 6 Euro. Leute, hier gibt es einfach Harry Potter Kissen. Ja. Nicht so ein krasser Fan, aber ich glaube, jeder, der ein Fan ist, rastet jetzt wahrscheinlich aus. Dann so eine Stiftebox für 20 Euro, die wollte Nisa unbedingt haben, aber ich wusste, es geht auf jeden Fall noch teurer. Leute, hier gibt es einfach so Disney-Boxen für 2,55 Euro. Ich muss sagen, Teddy hat echt geile Sachen. Ich wünschte, ich wäre wieder ein Kind, weil ich dieses Besteckset haben will. Alter. Ist aber leider für Babys, glaube ich. Diese Schultüte mit einer Meerjungfrau hätte wahrscheinlich meine früher sein können. Es war bei eurer drauf. Ich dachte, diese Schultasche wäre das teuerste Produkt für 55 Euro. Ich habe etwas gefunden, was teurer ist. Ich habe euch auf Instagram schon gezeigt, was es ist, aber ihr könnt jetzt mal raten, was denkt ihr ist es? Ich kaufe... Sag doch! Achso, Zeit ist um. Lasst Like und Abo da. Ich muss weg. Tschüss.